Fraktion. Und damit ist der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10. Eilantrag der Fraktionen, Eilantrag der Fraktionen, der Piraten, da steht es auch. Drucksache 7467, die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 1. Dezember fristgerecht einen Eilantrag eingebracht zu folgendem Thema: Ausverkauf der rot-grünen Politik für 100 Millionen Euro. Hilfe für die Kommunen muss auch bei den Geflüchteten ankommen. Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Da ist er. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, Sie werden wissen, was jetzt kommt. Für die anderen und die verehrten Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream möchte ich den letzten Freitag noch mal kurz in Erinnerung rufen. Da gab es im Bundesrat in Berlin einen Höhepunkt politischer Standhaftigkeit. Leider nicht. Denn die rot-grüne Landesregierung stimmte dafür, das europäische Freizügigkeitsrecht einzuschränken, um einen angeblichen Missbrauch desselben zu verhindern. Gleichzeitig stimmte Frau Kraft auch noch gegen ihren eigenen Koalitionsvertrag. Dort steht, dass sie sich für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes einsetzen wollen. Sie haben aber für die Beibehaltung des Asylbewerberleistungsgesetzes gestimmt. Und jetzt werden Flüchtlinge und Kommunen weitere Jahre mit diesem unsäglichen Sondergesetz leben müssen. Und die europäische Freizügigkeit wurde gleich noch mit zu Grabe getragen. Für mich ist das das Gegenteil einer Willkommenskultur. Wie ist das passiert? Offensichtlich hat es am Vorabend der Abstimmung im Bundesrat Verhandlungen gegeben. Nun können Verhandlungen, insbesondere politische, sehr hart sein. Jeder bestimmt die Grenze, bis zu der seine Position und seine Werte aufrechterhalten werden, selbst. Für Nordrhein-Westfalen scheint diese Grenze bei 100 Millionen Euro zu liegen. Das ist der Preis, den die Bundesregierung für die weitere Schlechterstellung der Geflüchteten im Vergleich zu den anderen Menschen im Land bereit war zu zahlen. Und sie haben zugegriffen. Ich finde das sehr bedauerlich, denn die europäische Freizügigkeit hätte Ihnen doch etwas mehr wert sein müssen. Sie haben doch, liebe Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, selbst ein Positionspapier beschlossen mit dem Titel »Die nordrhein-westfälischen Kommunen unterstützen, Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern aus Südosteuropa fördern«. Es muss Ihnen doch aufgefallen sein, dass diese Positionierung nun gar nicht zu der Zustimmung zum Gesetz zur Änderung der Freizügigkeit in der EU passt. Sie leisten den Seehofers in der Republik und deren unsäglicher Stimmungsmache à la »Wer betrügt, der fliegt« weiter Vorschub. Und dabei wissen Sie doch, dass es besonderen Sozialleistungsbetrug der Menschen aus Bulgarien und Rumänien überhaupt nicht gibt. Sie wissen auch, dass das Ergebnis einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes lautet, dass keiner Bevölkerungsgruppe weniger Sympathie entgegengebracht wird als den Roma und Sinti. Sie hätten die Pflicht gehabt, dagegen ein Signal zu setzen. Nun gut, das haben Sie für 100 Millionen Euro jetzt verkauft. Und eine Protokollnotiz ist für mich kein Signal. Was machen Sie nun mit dem Geld? Refinanzieren Sie den Flüchtlingsgipfel, der aufgrund Ihrer Schande mit den Landesaufnahmen stattgefunden hat? Die zweite Lesung des Haushalts ist vorbei, und wir wissen immer noch nicht, wie Sie die Zusagen vom Flüchtlingsgipfel gegenfinanzieren wollen. Wo sind Ihre Haushaltsänderungsanträge dazu? Hier müssen wir das Schlimmste befürchten, nämlich dass Sie Ihren eigenen Haushalt mit dem Geld aus Berlin sanieren. In dem Deal zur Bundesratsabstimmung ist explizit festgehalten, dass mit der finanziellen Unterstützung von Ländern und Kommunen durch den Bund eine ausgewogene und abschließende Regelung für die Jahre 2015 und 2016 gefunden wurde. Es gibt also zukünftig keinen müden Euro zusätzlich vom Bund, egal wie angespannt die Weltlage sein wird. Und der Bund hat sich so Ihre Zusicherung erkauft, dass zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht mehr über die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes diskutiert wird. Wenn ich mich hier irre, dann starten Sie bitte endlich eine Bundesratsinitiative. Davon gesprochen haben Sie schließlich lange genug. Meine Damen und Herren, am 18. Juli 2012 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass es unzulässig ist, die Menschenwürde zu relativieren und staatliche Leistungen zu begrenzen, um migrationspolitische Ziele zu verfolgen.
Richtigerweise bekennt sich daher auch unsere rot-grüne Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag dazu, sich auf Bundesebene für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes einzusetzen. Die Zeit für eine Abschaffung war in den letzten Monaten so günstig wie noch nie. Es gibt im Bundesrat eine Mehrheit, die von Parteien getragen wird, die für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes sind. Noch nie waren wir in den letzten zwei Jahrzehnten so nah an der Abschaffung. Die SPD hätte zudem ihren Einfluss in der Bundesregierung geltend machen können. Aber nichts ist passiert. Die Chance ist verkauft. Deshalb haben wir diesen Antrag gestellt, denn es ist die letzte Möglichkeit für den Landtag mitzuentscheiden, dass die lange vom Bund geforderte Unterstützung für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge auch tatsächlich in den Kommunen ankommt. Ich bitte daher um Ihre Zustimmung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Herrmann. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Herr Kollege Körfges. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, Anlass für den Eilantrag ist die Verständigung zwischen Bund und Ländern über ein Gesamtkonzept zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung der Asylbewerber. Nein, ich denke eher, dass es sich da um ein durchschaubares taktisches Manöver handelt, weil der Anlass, der sich Ihnen geboten hat, ist, ich sage mal salopp ausgedrückt, eher der untaugliche Versuch, die Koalitionsfraktionen und andere in diesem Haus mit vermeintlichen Widersprüchen zu konfrontieren, noch mal salopp gesagt, uns eher vorzuführen. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage mal was zu Verschwörungstheorien. Die werden dann nicht besser, wenn sie unlogisch sind. Und an der Stelle finde ich es schon ein wenig unlogisch, wenn Sie hingehen und auf der einen Seite anprangern, dass wir unsere politischen Inhalte für immerhin 100 Millionen Euro verkauft hätten und uns auf der anderen Seite dann Vorschläge unterbreiten, wie man mit dem Geld dann bitte umzugehen habe. Also irgendwo müssten Sie dann auch für eine Lesart, wenn Sie die pure Moral für sich an der Stelle in Anspruch nehmen, müssten Sie auch irgendeine Rolle an der Stelle mal einigen. Denn ich darf Ihnen sagen, und da sind wir ja ganz nah beieinander, natürlich ist die SPD, natürlich ist die Landesregierung, natürlich sind die Landesregierung tragenden Koalitionsfraktionen nach wie vor für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss dann wissen, was einem wo ein politischer Kompromiss wert ist oder aber, ob man womöglich zugunsten von Betroffenen an der ein oder anderen Stelle tatsächlich dann auch Dinge mit querschreibt, die einem nicht so 100% passen. Ich sage nämlich ein paar Punkte jetzt mal. Sie wissen, dass die Leistung für Asylsuchende rechtssicher festgelegt und endlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt wird, Teil des Paketes. Sie wissen, dass betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zukünftig ab Beginn ihres Aufenthaltes Bildungs- und Teilhabeleistungen gewährt werden sollen. Sie wissen, dass die Anwendungsdauer des Asylbewerberleistungsgesetzes von bisher 48 auf 15 Monate verkürzt wird. Sie wissen, dass durch die Herausnahme bestimmter Personengruppen mit humanitären Aufenthaltstiteln aus dem Anwendungsbereich zudem die Kommunen und Länder im Jahr um einen zweistelligen Millionenbetrag entlastet werden. Und Sie wissen, dass wir damit einen zugegeben, für mich auch nicht ausreichenden, aber richtigen Schritt in eine vernünftige Richtung gemacht haben. Und auf der anderen Seite frage ich mal, was haben die Menschen? Was haben die Menschen davon, wenn man dann eine Haltung dazu benutzt, einen Kompromiss scheitern zu lassen? Ich kann Ihnen sagen, was die davon haben. Gar nichts. Dann hat man zwar die Fahne der hehren Moral an der Stelle sehr hoch gehalten, aber für die betroffenen Menschen nichts erreicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will an der Stelle, weil wir da ja noch weiter verhandeln, über die Verbesserung im Gesundheitsbereich.
nicht im Detail ausführen, das ist mir noch nicht weitgehend genug. Aber auch da gibt es einen Schritt in die richtige Richtung. Auch da gibt es weitere Verhandlungen. Und ich darf Ihnen dann zu dem nächsten Bereich, den Sie angesprochen haben, ich lese die Protokollnotiz jetzt hier nicht vor, weil das würde mein Zeitkontingent sprengen, sagen, dass wir natürlich bei unserer Meinung hinsichtlich der Freizügigkeit bleiben und dass deshalb die Landesregierung die Protokollnotiz da abgegeben hat. Das zeigt doch, dass wir nicht von unseren prinzipiellen Grundsätzen da abweichen. Und lassen Sie mich jetzt auch zur Frage des Geldes noch was sagen. Bei Ihrer Diskussion ist Ihnen offensichtlich bis jetzt nicht aufgefallen, dass wir die Hälfte des Geldes, was da in Berlin vereinbart worden ist, über 20 Jahre aus Landesmitteln dann zurückfinanzieren. Und ja, das soll den Flüchtlingen in unserem Lande zugutekommen. Da laufen wir doch alle, ich sage mal, im Prinzip auf der gleichen Spur. Nur darf ich Ihnen dann an der letzten Position noch eins sagen. Wenn Sie dann sagen, wir möchten jetzt verbindlich festlegen, wie vor Ort was gemacht wird, dann streifen Sie damit einen Grundsatz, und zwar ganz deutlich, nein, Sie verletzen den Grundsatz, der dem Haus hier immer, gerade wenn es um kommunale Belange ging, wirklich wesentlich gewesen ist. Wenn ich über die Verwendung von Geld vor Ort rede, dann rede ich zunächst mit den Betroffenen, nämlich mit den Kommunen. Dann unterhalten wir uns mit kommunalen Spitzenverbänden. Und dann wird den Kommunen nicht im Detail vorgeschrieben, was sie mit dem Geld zu machen haben. Denn bei uns ist die kommunale Selbstverwaltung ein hohes Gut, was wir beachten wollen. Auch an der Stelle vielen Dank. Dankeschön, Herr Körfges. Und für die CDU-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Nettelstroth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am vergangenen Freitag wurde im Rahmen der Bundesratsverhandlungen zu Fragen der Zuwanderung und des Asylrechts auch ein Erfolg bei den Flüchtlingskosten erzielt. Obwohl der Bund keine finanzielle Verantwortung für diese Aufgabe trägt, ist eine immense Unterstützung beschlossen worden. 1 Milliarde Euro Hilfe für die kommenden 2 Jahre für die ansteigenden Flüchtlingskosten wurden beschlossen. Hier gebührt dem Bund großer Dank für dieses Engagement und die Mitübernahme der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung angesichts der steigenden Zahl von Menschen, die in unserem Land Zuflucht suchen. Diese Hilfe bedeutet für Nordrhein-Westfalen eine wertvolle Unterstützung. Jeweils ca. 120 Millionen Euro erhält das Land Nordrhein-Westfalen in den kommenden 2 Jahren. Und hier ist es wichtig, die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern genau zu lesen. Ich zitiere: In den Fällen, in denen die Kommunen Kostenträger sind, sagen die Länder eine entsprechende Weitergabe der vom Bund erhaltenen Mittel zu. Mit dieser Formulierung ist klargestellt, dass auch die Gesamtsumme an die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen vollständig, also zu 100% weiterzuleiten sind. Die Landesregierung muss die Mittel komplett an die Kommunen weitergeben. Denn hier in Nordrhein-Westfalen tragen die Kommunen die Verantwortung für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen. In den Kommunen wird die Willkommenskultur mit Leben gefüllt. Und damit das vor Ort geschehen kann, ist es wichtig, dass ausreichende finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Eine Willkommenskultur benötigt also auch ausreichende finanzielle Mittel. Und bislang ließ das Land die Kommunen im Stich. Lediglich rund 20% der Aufwendungen für Asylbewerber wurden vom Land über die Flüchtlingskostenpauschale erstattet. Auch die angekündigten Verbesserungen beim Flüchtlingsgipfel sorgen nicht dafür, dass hier eine auskömmliche Finanzierung gewährleistet wird. Die Pauschalen laufen weiter den tatsächlichen Entwicklungen hinterher. Statt für reale 38.000 Flüchtlinge erhalten die Kommunen die Erstattung für 28.000 Flüchtlinge, weil immer auf den 1. Januar des Vorjahres zurückgegriffen wird. Die Bereitschaft der deutschen Flüchtlinge zu helfen ist laut einer aktuellen Umfrage zufolge sehr groß. 2/3, also knapp 66%, können sich demnach vorstellen, Asylbewerber etwa durch Sachspenden oder ehrenamtliche Hilfe persönlich zu unterstützen. Diese positive Grundüberzeugung bei den Menschen darf nicht durch knappe Ressourcen vor Ort aufs Spiel gesetzt werden. Wenn vor Ort die Kosten der Asylbewerber einzig über Steuererhöhungen abgefangen werden müssen, bedroht dies nicht nur den Konsolidierungskurs eben jener Kommunen, sondern auch die hohe Akzeptanz der Flüchtlingsunterbringung derzeit in Nordrhein-Westfalen.
Daher muss die Hilfe da ankommen, wo die Aufgabe erledigt wird. Die Kommunen machen dabei einen guten Job. Bilder wie aus Burbach stammen aus einer Landeseinrichtung. Was die Kommunen dabei nicht brauchen, sind Vorgaben des Landes, wie sie die Piraten hier mit ihrem Antrag fordern. Die Kommunen tun bereits heute ihr Möglichstes, die Unterbringungs- und Lebenssituation von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Und das derzeit noch ohne die notwendigen Mittel zu erhalten. Das werden unsere Städte und Gemeinden auch weiterhin tun, auch wenn sie das nicht mehr aus anderen Mitteln des Haushalts zu erledigen haben. Daher lehnen wir Ihren Antrag, sehr geehrte Herr Kollege, von den Piraten ab. Denn in Punkt 1 hatte sich dadurch erledigt, dass schon in der Vereinbarung geklärt ist, dass die Mittel weiterzugeben sind. Und in Punkt 2 machen Sie Vorgaben, die nach unserer Auffassung im Rahmen einer subsidiarären Vorgehensweise nicht angemessen sind, sondern es ist Aufgabe der Kommunen, das umzusetzen, und Sie werden es auch tun. Deshalb haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihren Antrag da nicht folgen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nettelstroth. Und nun spricht Frau Dücker für die Fraktion der Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Antrag der Piraten ist eine ganz richtige Feststellung aus meiner Sicht. Da steht, das Asylbewerberleistungsgesetz sollte abgeschafft werden. Ja, auch aus Sicht der Grünen ist dieses Gesetz desintegrativ, diskriminiert Asylbewerber beim Zugang zu Gesundheit und zur Integration, und es belastet Länder und Kommunen, und der Bund beteiligt sich null und gar nicht an der Unterbringung und Versorgung. Deswegen, folgerichtig, steht das im grünen Wahlprogramm und es steht auch im nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrag Rot-Grün. Und deswegen hat folgerichtig die Landesregierung im Bundesrat auch eine Abschaffung dieses Gesetzes gefordert. Nur, Herr Mann, Sie müssen einmal zur Kenntnis nehmen, dass in einer Demokratie man für solche Positionen am Ende Mehrheiten braucht. Die gab es im Bundesrat nicht. So, dann kann man sich beleidigt zurückziehen und sagen, jetzt machen wir gar nichts mehr. Oder man kann sagen, wie können wir denn doch noch an Verbesserungen kommen? Und genau das hat die Landesregierung gemacht und in 10 Verhandlungen mit den anderen Ländern zunächst erreicht, dass wir das abgeschwächt haben. Dafür gab es dann eine Mehrung, nämlich nach das einem Jahr, dass alle Asylbewerber ins SGB II überführt werden und es eine gleichberechtigte Krankenversorgung mit Kostenübernahme durch den Bund gibt. Das war mehrheitsfähig im federführenden Ausschuss. Aber wohlgemerkt, dort gilt das Ressortprinzip. Und deswegen ist so etwas dann unter Umständen auch im Plenum nicht mehrheitsfähig, was der Fall war. So, und beim Freizügigkeitsgesetz ähnliche Konstellationen. Solche Lagen, Herr Mann, sind nicht unnormal im Verhältnis Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag, dass hier daher unterschiedliche politische Konstellationen und auch die unterschiedlichen Interessen gegenüberstehen. Und dann, lieber Herr Mann, ist es auch normal, dass man sich, wie gesagt, nicht beleidigt in den Schmollwinkel zurückzieht, sondern dass man verhandelt. Und das ist nicht unanständig, sondern das ist Verantwortung für die Menschen, die wir da auch im Bundesrat als Land übernehmen. Ja? Und im Ergebnis kippt dann nicht der ein oder andere um, oder was haben Sie gesagt, man verkauft seine Seele oder irgendwas, sondern am Ende werden Kompromisse gemacht. Und wenn man von den anderen Kompromisse verlangt, muss man auch selber welche eingehen, sonst kommt da nichts bei rum. Den Kompromiss kann man unterschiedlich bewerten. Das steht jedem frei zu sagen, habe da nicht genug rausgeholt, wie auch immer. Frau Dücker, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nee, Moment, ich wollte zu Ende führen. Aber klar ist, am Ende des Tages, und das will ich Ihnen noch mal deutlich sagen, weil Sie das immer und immer wieder, diese Bundesratssachen hier auf den Tisch bringen, am Ende des Tages kann nicht, wenn die CDU, die CSU, die SPD und Grüne miteinander ringen, ja, was können wir für einen Kompromiss rausholen, das kann am Ende keine grüne Parteiprogrammatik sein. Das geht nun mal bei solchen Verhandlungsprozessen nicht. Und der Kollege Körfges hat darauf hingewiesen, was dabei rausgekommen ist. Und ich finde, auch eine Blockade wäre da unverantwortlich gewesen. Denn am Ende haben wir ja nicht nur das Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern wir haben die große Gruppe der Menschen mit humanitären Aufenthaltstiteln
nach § 25 Absatz 5 haben wir komplett im SGB II. Ja, das heißt, diese Menschen können morgen zum Jobcenter gehen und sagen, ich möchte hier jetzt Arbeitsmarktförderung haben, ich möchte integriert werden, denen steht endlich der Weg zu einer fairen Integration frei. Und wir haben, und bitte das auch noch mal, dass das auch nicht blockierbar war, wie ich finde, wenn man Verantwortung bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben die Anwendung des Asylbewerberleistungsgesetzes von 48 Monate auf 15 Monate gesenkt. Zwar als Analogleistung, wovon die Kommunen nun überhaupt nichts haben, das war der Wermutstropfen, aber auf der anderen Seite bekommt jetzt jeder Asylbewerber nach 15 Monaten eine Krankenversicherungskarte und nicht erst nach 48 Monaten, und zwar gleichberechtigt mit den Sozialhilfeempfängerinnen. Da können Sie doch nicht einfach sagen, das ist uns völlig egal, das blockieren wir hier mal, die Menschen haben hier kein Recht auf Verbesserung, weil wir hier reine Lehre durchsetzen wollen. Nein, so gehen wir hier nicht mit Politik im Bundesrat um, und deswegen finde ich richtig, dass verhandelt wurde. Und vor allen Dingen bekommen jetzt auch die Asylbewerber endlich verfassungskonforme Geldleistungen. Auch das war ja überfällig. Und jetzt zu dem sogenannten Kompromiss. Ich finde, was da noch bei rausgeholt wurde, ist gut und kann sich sehen lassen. 500 Millionen für 2015, 500 Millionen für 2016. Gut, kann sagen, ich hätte auch gern mehr gehabt, völlig klar. Aber das war sozusagen das Zugeständnis. Es war bei der CDU leider keine Mehrheit zu finden für eine strukturelle, dauerhafte Entlastung auch für Länder und Kommunen, sondern es war nur zu bekommen eine einmalige Zahlung. Bemerkenswert, dass hier auch im Land wie Bayern halt das wohl völlig egal ist, wie die Länder und Kommunen entlastet werden. Hauptsache, man macht eine restriktive, repressive Politik gegenüber Asylbewerbern weiter, aber egal. Großzügig geschätzt heißt das zweimal 120 Millionen für NRW. Und wenn man dann das kreditierte Geld abzieht, das müssen wir ja irgendwann wieder in 20 Jahren zurückzahlen, bleiben dann zweimal, grob geschätzt, zweimal 60 Millionen Euro über. Dieses Geld, und dafür brauchen wir keine Anträge von Ihnen, Herr Herrmann, dieses Geld ist zweckgebunden für Flüchtlinge, und dafür werden wir es in NRW auch ausgeben und weiter unsere Verantwortung auch im Bundesrat übernehmen für Verbesserungen für die Flüchtlinge, zur Entlastung für die Kommunen. Das werden wir auch weiter so tun und uns nicht davor drücken. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die FDP-Fraktion hat das Wort Herr Kollege Dr. Stamp. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich kann es sehr kurz machen. Die Beschlüsse, die im Bund gefällt worden sind, bestätigen die Position, die wir hier als FDP die ganze Zeit vertreten haben. Das war schon im Frühjahr so, was unsere Einschätzung anging, was das Thema Armutseinwanderung angeht. Da haben ja einige Fraktionen im Haus hier auch noch ein bisschen gebraucht, sich jetzt mittlerweile uns auf dem Weg, sich uns anzuschließen. Wir haben von Anfang an gesagt, das, was die CSU dort vertont, das ist so nicht haltbar, ist vor allem rechtlich nicht haltbar. Und genauso ist es dann auch tatsächlich ja jetzt letztendlich gekommen. Das gilt aber umgekehrt auch für das Asylbewerberleistungsgesetz, meine Damen und Herren. Wir haben hier von vornherein gesagt, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition steht die Streichung des Asylbewerberleistungsgesetzes nicht drin. Und wer glaubt, dass das jetzt hier ersatzlos gestrichen wird, der macht sich etwas vor. Und deswegen ist es falsch, meine Damen und Herren, von SPD und Grünen, wenn sie immer wieder die Streichung des Asylbewerberleistungsgesetzes als Allheilmittel für die vernünftige Versorgung der Flüchtlinge vor sich hertragen. Tatsache ist, dass es jetzt reformiert wird. Das ist das, was wir angenommen haben, entsprechend Bundesverfassungsgericht. Wir sehen uns hier in unserer Einschätzung, die wir auch in den Fachausschüssen geäußert haben, bestätigt. Und manchmal ist es eben wichtig, dass man die Themen nicht nur mit der Emotion angeht, sondern auch mit der notwendigen Fachlichkeit. Meine Damen und Herren, was wir zu den Bundesmitteln hier an dieser Stelle noch klar sagen möchten, ist, dass Bundesmittel hier nicht die Landesmittel ersetzen werden. Ich habe Sie ebenso verstanden und würde mich freuen, wenn der Minister das dann auch gleich entsprechend noch mal klarstellen wird. Wir wollen nicht, dass jetzt die Bundesmittel herangezogen werden, Versprechungen des Flüchtlingsgipfels zu bezahlen. Darauf müssen wir uns verlassen können. Alles andere wäre ein Skandal, aber das wollen wir Ihnen auch nicht unterstellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Stamm. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die zwischen Bund und Ländern getroffene Verständigung trägt, wie ich finde, eine wichtige Botschaft mit sich. Diese große, manche sagen auch riesige Herausforderung der Aufnahme, der Betreuung von Flüchtlingen können wir nur mit allen staatlichen Ebenen in Deutschland gemeinsam bewältigen. Und gemeinsam heißt Kommunen, Länder und Bund. Mit, wie ich glaube, vereinten Kräften kann uns diese Aufgabe jetzt gelingen, noch in Zukunft gelingen. Es ist gut, dass der Bund sich endlich seiner Verantwortung bewusst wird. Das ist an sich eine sehr gute Nachricht, dass im Zuge 2x500 Millionen Euro hälftig finanziert von den Ländern bereitgestellt werden, das schon ab kommendem Jahr. Das ist ein Erfolg für die Länder und die Kommunen gleichermaßen, meine Damen und Herren. Ein Erfolg, den wir für uns mit Nachdruck vertreten haben, mit zahlreichen Gesprächen in Berlin mit dem Bund. Es geht hier nicht um einen Ausverkauf, Herr Herrmann, sondern es geht um eine ganz konkrete Frage. Was können diese drei staatlichen Ebenen gemeinsam schaffen, damit die Aufnahme, damit die Versorgung und die Betreuung von Schutzsuchenden auf Dauer besser gelingen kann? Und an diesem Punkt kann man die Frage stellen, warum wurde das Asylbewerberleistungsgesetz im Bundesrat nicht komplett gekippt? Die Antwort, Herr Herrmann, ist relativ einfach und die lautet, es gab dafür nicht die erforderliche Mehrheit. Wir haben einen entsprechenden Antrag gestellt, ja, das ist richtig. Wir hätten uns den Wegfall auch gewünscht, so haben wir es auch im Antrag formuliert, aber dieser Antrag drang nicht durch. Diesen Umstand kann man bewerten, wie man will, aber in einer Demokratie, finde ich, muss man eine solche Situation respektieren oder im Duden nachschlagen, was ein Kompromiss ist. Ein Kompromiss ist eine Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse. Die Übereinkunft zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist damit ein Kompromiss im besten Sinne. Und dagegen eine Politik betreiben zu wollen, Herr Herrmann, schön zu sein, stark zu sein, mutig zu sein, im Sinne schön vor die Wand rennen, stark abprallen, mutig wieder vorrennen, stellt man irgendwann fest, die Mauer bleibt trotzdem hart, aber der Kopf wird immer weicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Kompromiss ist gut, weil es Zugeständnisse des Bundes, der Länder und der Kommunen nachträglich und nachhaltig unterstützt. Das war längst überfällig. Das ist ein deutlicher Schritt. Und weil die Summen, die der Bund zur Verfügung stellt, den vielen Menschen, die bei uns Schutz suchen, letztendlich zugutekommt. Meine Damen und Herren, ich würde gerne noch auf drei Dinge hinweisen. Zum einen, der Bundesanteil in Höhe von 500 Millionen Euro ist klar gebunden, nämlich ausschließlich für Mehrbelastung durch Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern. Damit ist klar definiert, wozu sie zu nutzen sind. Herr Minister, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Kollegen Kern zulassen? Ja. Dann bitte. Oleak. Oleak. Nicht okay. Kern. Okay. Wer auch immer. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die kurze Zwischenfrage zulassen. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mehr oder weniger dem Kollegen Albig, der als einziger SPDler in der Hinsicht eine entsprechende Gegenrede gefertigt hatte oder ausgeführt hatte im Bundesrat, dass er sich halt gerade explizit gegen diese Einigung ausgesprochen hat als einziges SPD-Mitglied. Also galt das jetzt nur auf die Piraten bezogen oder auch auf Ihren Kollegen Albig? Also Herr Minister macht darauf aufmerksam, dass er Sie akustisch nicht verstanden hat. Oh, Verzeihung. Und im Übrigen waren das, was bei mir angekommen ist, waren mindestens zwei Fragen. Also wären Sie so nett, vielleicht noch mal kurz, präzise, gut verständlich Ihre Frage zu stellen. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich hoffe, man kann mich jetzt klar und deutlich verstehen. Sehr geehrter Herr Minister, habe ich Sie jetzt gerade richtig verstanden? Bezogen Sie Ihre Ausführungen jetzt nur auf die Piratenfraktion oder auf Herrn Albig, der als einziges SPD-Mitglied in dieser Angelegenheit sich gegen diese Einigung ausgesprochen hatte? Kann ich ganz klar beantworten, ausschließlich auf die Piraten, Herr Abgeordneter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch etwas Zweites aufmerksam machen. Das haben Sie hier angesprochen, Herr Nesselroth. Das bitte ich Sie, dass Sie diese Legende nicht weiter vor sich hertragen, Herr Nesselroth. Die Behauptung, dass
das Land tatsächlich nur 20% der anfallenden Unterbringungskosten für Asylbewerber gegenüber den Kommunen erstattet. Das ist, Herr Nestelrooth, definitiv falsch. Das behaupten weder die Gemeinden, das behaupten nicht die kommunalen Spitzenverbände, das behauptet auch nicht Herr Cooper, der neben Ihnen sitzt, dessen Heimatgemeinde einen Kostendeckungsgrad über 100% hat. Sondern wir gehen davon aus, weil es nämlich sehr individuelle Kostensituationen für die Unterbringung je Gemeinde gibt, dass wir mit unseren Pauschalen bei einem Kostendeckungsgrad von etwa 50% lagen, Herr Nestelrooth, und mit der Aufstockung um 40 Millionen uns in der Größenordnung von 75% bewegen. Und das bitte ich zu beachten und nicht, dass Sie ständig die Leistungen, die enorm sind, die wir aus dem Landeshaushalt für unsere Kommunen, gerade für die Unterbringung von Flüchtlingen leisten, über diesen Weg zu diskreditieren. Das Dritte, was ich ansprechen möchte, meine Damen und Herren, ja, der Bund hat sich stärker engagiert und wird sich stärker engagieren. Er erkennt an, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe eines gesamten Staates ist, diese Herausforderung zur Aufnahme von Flüchtlingen zu meistern, dass sich eine staatliche Ebene hier nicht vollständig aus der Verantwortung zurückziehen kann. Aber um das deutlich zu sagen, diese beiden Tranchen von 500 Millionen Euro für das Jahr 2015 und 2016 müssen der Beginn einer Verantwortungsübernahme des Bundes für die Zukunft sein. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie bitte noch vorne, denn Herr Kollege Dr. Stamm von der FDP-Fraktion hat eine Kurzintervention angemeldet. Er drückt sich jetzt freundlicherweise ein und bekommt jetzt für 90 Sekunden das Wort. Bitte. Herr Minister, ich wollte es jetzt einfach nur noch mal wirklich klar haben. Deswegen noch mal die präzise Frage. Werden die zugesagten Gelder des Flüchtlingsgipfels aus dem Landeshaushalt bezahlt werden oder wird das über die Bundesgelder entsprechend kompensiert? Das heißt, gibt es beide Mittel entsprechend für die Flüchtlingsarbeit? Es war hier eben etwas kryptisch, weil Sie gesagt haben, die Bundesmittel werden für die Unterbringung und für die Gesundheitsversorgung benutzt. Heißt das, dass das, was vom Flüchtlingsgipfel zugesagt worden ist, jetzt aus den Bundesmitteln bestritten wird oder wird es aus dem Landeshaushalt separat bestritten? Herr Schramm, Gegenstand dieser Vereinbarung sind nicht die enormen Anstrengungen, auch gerade insbesondere, die wir im Flüchtlingsgipfel gemeinsam verarbeitet haben, des Landes Nordrhein-Westfalens. Sondern Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Anstrengung und die Unterstützung des Bundes gegenüber den Ländern und den Kommunen zur Bewältigung dieser Aufgabe. Und diese Landesregierung wird dem Parlament einen Vorschlag unterbreiten, der sowohl natürlich die Anstrengung des Landes berücksichtigt, ich darf darauf aufmerksam machen, ein zweites Mal, Herr Dr. Stamm, die Hälfte dieser Unterstützung werden die Länder finanzieren, die zugleich auch die Ausgabensituation der Kommunen in angemessener Weise zueinander berücksichtigen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Soweit Kurzintervention und deren Entgegnung. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind deshalb am Ende der Aussprache angelangt und kommen zur Abstimmung. Bekanntlich ist über einen Eilantrag direkt abzustimmen. Wir kommen deshalb zu dieser Abstimmung über den Inhalt des Antrags, Drucksache 19-7467. Wer möchte diesem Eilantrag zustimmen? Den darf ich um das Handzeichen bitten. Das ist die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Danke sehr. Enthält sich ein Abgeordneter der Stimme? Das ist nicht der Fall. Somit ist der Eilantrag Drucksache 19-7467 mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 10.